Ja, hallo Leute, heute gibt es wieder ein neues Thema und zwar, wir haben ja jetzt Frühling oder zumindest steht der Frühling vor der Tür und die ersten Frühjahrsblüher sind raus und ich möchte euch heute in dem Video zeigen, wie man das richtig fotografiert, was man für Equipment braucht und jetzt geht es gleich mal mit dem Zubehör und der Kamera los. Ich selber benutze eine Spiegelreflexkamera mit einem Makroobjektiv. Ihr könnt natürlich alternativ auch eine Bridge oder eine Kompaktkamera nehmen, die einen Makromodus hat. Zusätzlich benutze ich noch einen Faltreflektor und ein Stativ. Die Sachen braucht ihr, um wirklich gute Bilder zu machen. Natürlich ist ein Makroobjektiv das Nonplusultra, wo ihr die besten Ergebnisse erzielen könnt. Kommen wir gleich mal zu den Kameraeinstellungen. Ich nutze den RV-Modus, das heißt die Zeitautomatik. Ich wähle mir nur eine Blende aus bei meiner Kamera und die Kamera gibt die Zeit automatisch vor oder stellt sie automatisch ein. Und zwar, wenn ich mit meinem Makroobjektiv arbeite, nutze ich überwiegend eine sehr offene Blende, das heißt von Blende 3.5 bis Blende 5.6, weil mir hier der Hintergrund noch sehr schön unscharf ist und ich auch ein schönes Bokeh habe und sich die Schärfe auf die Blume oder die Frühjahrsblüher konzentriert. Wenn ihr eine sehr geschlossene Blende nehmt, wie zum Beispiel F20, ist der Hintergrund sehr scharf noch und man sieht vieles, was dann vom Bild ablenkt. Ich fotografiere auch mit Fernauslöser bzw. mit 10 Sekunden Selbstauslöser, da ich ein Stativ habe. So kann ich auch die Belichtungszeit vernachlässigen. Ich fotografiere in RAW, weil ich mir so später den Weißabgleich noch ändern kann und auch so am Bild noch einiges rausholen kann. Das sind erstmal die wichtigsten Einstellungen, die ihr wissen müsst. Und im ISO 100, um die bestmöglichste Qualität zu haben. Wenn die Belichtungszeit etwas länger ist, wie hier zum Beispiel, wenn die Kamera jetzt eine Sekunde anzeigt, ist zwar unwahrscheinlich, wenn ihr eine sehr geöffnete Blende habt, aber manchmal kann es im Schatten doch sehr, kann die Belichtungszeit etwas länger sein mit ISO 100, dann ist es noch besser, ihr schaltet die Spiegelverriegelung ein, um somit zu verhindern, dass wenn der Spiegel auslöst, dass dadurch eine Vibration entsteht und das Bild so eine Unschärfe hat. Wenn ich mit meinem Makroobjektiv arbeite, fokussiere ich immer manuell. Ihr seht, an diesem Rädchen könnt ihr das einstellen und könnt somit euren Fokus genau dorthin setzen, wo ihr ihn haben wollt. Bei den Krokussen, die ich hier fotografiert habe, habe ich den Fokus auf die vordersten Blüten gesetzt, wo hier die roten Punkte sind. Man sollte immer das, wo der Blick hingeführt wird, scharf stellen. So sah dann auch mein ganzer Aufbau aus. Und jetzt kommt auch der Faltreflektor ins Spiel. Ich helle mir so, weil ich Gegenlicht hatte, meine Krokusblüten nochmal auf. Ich habe eben auch nochmal ein Video gemacht, damit ihr seht, wie. Ihr seht, es sieht man ziemlich schwierig, aber wenn man genau hinguckt, seht ihr, jetzt kommt der Faltreflektor und es hält das Ganze etwas auf durch das Gegenlicht. Und das solltet ihr immer machen. Wer keinen Faltreflektor hat, kann alternativ auch eine Styroporplatte dafür benutzen. Ich benutze auch immer das Live View, das macht sich ganz gut. Hier habe ich dann scharf gestellt auf die vordersten Blüten. Wie gesagt, ich habe Blende 3.5 genommen, das war mir das schönste Ergebnis. Und wenn ihr scharf gestellt habt, braucht ihr bloß noch mit dem 10 Sekunden Selbstauslöser auslösen lassen. Dann habt ihr genügend Zeit, euren Faltreflektor, ihr seht gleich im Live View, wenn ihr das beobachtet, wenn ich ausgelöst habe, jetzt löse ich die Kamera aus und nun nehme ich gleich den Faltreflektor. Ihr seht es jetzt gleich am Live-View-Display, wie das Bild etwas heller wird, hier an dieser Stelle. Und damit könnt ihr gleich kontrollieren im Live-View, ob das Bild so euren Wünschen entspricht. Jetzt sehen wir auch gleich mal ein paar Beispielbilder. Hier habe ich zum Beispiel das Bild mit Blende F5 gemacht. Der Hintergrund ist relativ unscharf. Und die Blüten haben eine gute Schärfe hier mit Blende 18. Man sieht hinten den Gartenzaun, den man vorhin gar nicht gesehen hat. Mir lenkt der Hintergrund zu sehr vom eigentlichen Motiv ab. Und hier ist das Bild mit Blende 3.5, was mir am besten gefallen hat. Man kann natürlich auch eine andere Perspektive wählen, wenn das Stativ zum Beispiel die Lenksäule nicht verstellbar nach unten hat, von oben. Aber wie gesagt, das ist alles Geschmackssache. Probiert es einfach mal aus, wenn euch das Video gefallen hat. Dann gebt einen Daumen nach oben, favorisiert es, teilt es mit euren Facebook-Fotofreunden. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und schaltet auch wieder beim nächsten Video ein. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Ausprobieren.